Für manche ist das Gerber Strong Arm das ultimative Überlebensmesser. Dieses Teil habe ich seit vielen Monaten im Einsatz. Ich habe ein Fazit dazu. Und wenn du wissen willst, was dieses Messer kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen. Da ist der René Ostmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Gerber Strong Arm. Wenn du dich für dieses Messer interessierst und sagst, nein, ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen soll, dann habe ich eine gute Nachricht. Ich werde jetzt gleich mit dir alles durchtesten, aber meine Erfahrung zeigt, dass dieses Messer wirklich absolut top ist. Es hat ein paar Schwächen, aber es hat viele, viele Stärken und wir werden uns anschauen, was es kann. Wir werden alle Bereiche durchgehen. Das Messer kommt in so einer Kunststoffscheide und mit irgendeinem Teil habe ich gar nicht mehr zum Anmachen. Egal, ich trage es auf diese Art und Weise und kann dir nur sagen, also man kann das auch nach unten halten. Es ist jetzt so, wenn ich da jetzt voll anziehe, dann fällt schon raus, also es sitzt jetzt nicht 100.000%ig fest, aber nach unten, da geht nichts raus, das ist alles gut. Ich habe das hunderte Male hin und her gegeben, sitzt noch immer fest. Also die Scheide ist einmal in Ordnung und der große Vorteil von der Scheide ist, sie ist extrem leicht. Das heißt, das gesamte Messer ist für das, was es kann, extrem leicht, wie ich meine. Aber dazu später. Es ist extrem höllisch scharf ab Werk und es lässt sich auch sehr, sehr, sehr gut nachschärfen. Also das geht wirklich schön rein. Bibi fein. Ich weiß jetzt die Stahlart nicht. Schau es da unten an. Ich gebe dir den Link auf Amazon, wenn du so magst. Da steht das. Es ist mir auch vollkommen wurscht, denn es lässt sich gut nachschärfen. Es hält die Schärfe auch relativ lang. Das ist gut. Ein kleines Manko für mich zumindest ist, wenn du dir jetzt anschaust, hier, dieser Teil hier, ja, da hat man eine Fehlschärfe, ja, aus dem Grund, weil das halt nicht bis ganz nach hinten gezogen wird. Das heißt, dieser Teil hier, ja, der ist sozusagen für die Fisch zum Schnitzen, aber es stört nicht. Es stört wirklich nicht, denn eigentlich ist das kein richtiges Schnitzmesser, wobei man das natürlich auch tun kann, weil ein Überlebensmesser ja auch für Schnitzarbeiten notwendig ist, das ist einfach so. Aber es ist ein Brecheisen. Wir werden dann gleich hacken und alles, also das ist super. Der Klingenrücken ist angeschliffen, das heißt für die Feuerstahlbedienung. Und normalerweise ist es ja so, dass ich es nicht leiden kann, wenn hier hinten auch ein Pariersteg ist. Also vorne ist so ein Schutz natürlich super, ja, aber da hinten, also zum Zustechen oder wenn man irgendwas aufbrechen will, ist das ja vielleicht nett oder zum Abfangen oder was auch immer. Aber meistens geht das so weit raus, dass man beim Schnitzen ein Problem hat, aber hier nicht. Das ist wirklich, die haben beim Arbeiten nachgedacht und das finde ich total genial. Also du kannst trotz alledem schön schnitzen, liegt wirklich schön in der Hand, wenn du das anschaust. Nach hinten, also in der Mitte des Griffs ein bisschen verdickt, ein tolles Messer. Es liegt richtig schön in der Hand, das heißt auch so Hackarbeiten, das ist gut damit möglich und es tut auch beim Hacken nicht weh. Also manchmal ist es ja so, dass man da drauf hackt und durch die Vibration glaubt man, die Hand fällt ab. Das ist hier nicht der Fall. Ich meine, es gibt noch bessere Haumesser und es ist natürlich kein Haumesser, es ist ganz klar, das ist ein Allrounder. Aber das geht sehr gut. Du kannst es hier hinten schön halten. Da ist da so am Griffende so ein bisschen eine, ja, Ausnehmung auf beiden Seiten, aber unten etwas, also oben und unten, unten etwas geht es ein bisschen tiefer runter. Das finde ich sehr praktisch, dadurch liegt das richtig schön in der Hand. Das heißt, solche kleinen Hackarbeiten sind einmal überhaupt kein Problem, was zum Anspitzen zum Beispiel. Dass natürlich ein Messer nicht dazu gemacht ist, eigentlich, ja, quer zur Faser zu arbeiten, ist klar. Trotzdem wollen wir es bei unserem Test einfach wissen, was es kann. Und es macht richtig Spaß, kann ich da nur sagen. Vielleicht hat das meine Tonalität, oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dazu ist, mir gezeigt, dass es schon das Messer ist wirklich, also es macht mir richtig Spaß damit zu arbeiten. Und ich habe es bei Trainings mitgehabt und auch Teilnehmern in die Hand gedrückt, die noch nicht so viel Messererfahrung hatten und gesagt, ja, ist richtig, richtig, richtig schön nett. Also ich mag das Messer. Zum Outdoor-Messer, das gehört natürlich auch Spalten dazu und ich weiß es ja. Es macht das alles mit Bravour mit. Also, macht alles mit. Ich meine natürlich, es gibt natürlich Messer, die noch eine fettere Spaltwirkung haben. Ich denke da zum Beispiel an das Felniven A1. Aber ja, das ist so. Ist, wie gesagt, es macht alles mit. Es ist richtig schön brav. Beim Spalten und es macht auch Spaß. Also da gibt es überhaupt nichts. Was schon ein bisschen ein Thema ist,
Das liegt einfach daran, dass das Messer beim Hacken jetzt nicht so stark vibriert, aber hier beim Spalten habe ich manchmal das Gefühl, besonders wenn das Holz härter wird, dann vibriert es doch ein bisschen. Das ist einfach so, aber nicht unangenehm, nichts, was man nicht wegstecken könnte. Jetzt da zum Beispiel merke ich es nicht. Aber wir haben schon mit diesem Messer so einiges gespalten. Und das kann ich da als Rückmeldung geben. Also wenn es zum Beispiel bei einer Esche irgendwann nicht mehr weitergeht und man reindreschen muss wie verrückt, ja, dann merkt man das ein bisschen, diese Vibration. Und da kannst du jetzt sagen, ja, ist diese Vibration wirklich so wichtig? Ist das wurscht? Nein, also mir ist es schon wichtig. Weil wenn du mehr damit arbeitest, dann wird es mit der Zeit unangenehm. Schau, wenn ich für einen Messertest ein Stück Holz auseinanderbreche oder hacke oder spalte, dann ist es egal. Wenn du das aber in größerem Stil machst, zum Beispiel beim Bushcraften oder beim Survival Training, dann brauchst du ja mehr. Du musst zum Beispiel den Hobokocher befeuern. Ne? Und da habe ich mal ein Video gemacht, gebe dir da oben den Link. Das heißt, du hast permanente Arbeit, du musst immer wieder was tun. Und wenn das, bei manchen Messern ist das so, vibriert ist das einfach unangenehm. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen wieder unsere Locken machen. Und es ist ein Spaß. Ja, ich hoffe, du kannst das sehen. Also das macht richtig Spaß. Obwohl ich das Messer jetzt nicht nachgeschärft habe, ich böse Schlingel. Das hätte ich eigentlich vor dem Test tun müssen. Aber auf der anderen Seite, nein, hätte ich nicht tun müssen. Weil es ist einfach so, wie es ist. Wann habe ich das letzte Mal nachgeschärft? Ich kann mich gar nicht erinnern. Jetzt haben wir Mai, Ende Mai, wo ich das Video mache. Das habe ich letztes Jahr nachgeschliffen. Ich war dazwischen jetzt mit meinen Söhnen unterwegs und da haben wir einiges gearbeitet, nämlich wirklich mit Eschen, weil die jetzt da bei uns so massiv herumliegen und da haben wir herumgearbeitet. Also das hat schon einiges abgekriegt, ist trotzdem noch immer schön scharf, also das passt so. Also das sind die Locken, die ich da jetzt produziert habe. Ja, soll so sein. Gut, also das geht einmal auf jeden Fall. Auch feinere Locken, also nicht nur irgendwas Krimsi-Kramsi. Und natürlich ist immer die Frage, wenn es ein Überlebensmesser ist, ist der Klingenrücken scharf oder ist er scharf gelassen oder scharf gemacht worden? Und bei dem hier ist das auf jeden Fall so. Und da wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, warum ist das wichtig? Nicht nur für den Feuerstahl, weil manche mögen den ja nicht, sondern wenn ich Kingspan aufbereiten will, wenn ich Holz aufbereiten will, ja, um solche kleinen Fasern zu machen, um da die jetzt zum Beispiel anzuzünden, dann ist es gut, wenn der Klingenrücken angeschliffen ist. Nicht so, dass ich mich schneiden kann, ja, weil das auch immer wieder ein Missverständnis ist. Das ist kein Dolch, ja, sondern wo ich mich aufschneiden kann, sondern es soll halt schön kantig sein, damit man da weiteren Stoff dazu hat. Und eben für die Feuerstahlbedienung. Den letzten Feuerstahl deines Lebens, den gibt es jetzt nicht mehr. Also wir produzieren den nicht mehr nach. Ich habe da jetzt ein Nachfolgemodell gefunden, das ich jetzt momentan im Test habe. Da wird dann bald dazu ein Video kommen. Aber mit dem zünden wir das jetzt an. So, machen wir gleich einmal. Und dann werden wir gleich einmal sehen, wie die Sache läuft. Super. So wie es sein soll. Also das macht das Messer auf jeden Fall mit. Also das ist wirklich alles top. Ich kann nichts Negatives dabei finden, auch was die Stabilität betrifft, was die Kraft betrifft. Also das ist einfach ein super, super Messer. Weil viele fragen, lohnt es sich? Oder die Frage stellt, soll ich mir nicht lieber ein F1 kaufen? Schau, das hier ist robuster. Also das ist kein F1. Ja? Das ist robuster als ein F1, ist aber, wenn ich jetzt Schnitzarbeiten mache, nicht so toll wie ein F1. Der ballige Schliff geht besser ins Holz rein, kann ich vielleicht noch besser locken machen. Und das F1 ist leichter, aber dafür, und das ist wieder der Punkt, wenn ich das F1 hernehme, wenn du jetzt sagst, das kennst du das nicht, dann tut es mir leid, aber das ist halt ein leichtes Messer. Und das hier ist eher so ein mittelschweres Messer. Es ist in die Richtung des S1 ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter, aber besser als das S1. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Fellniven S1 und dem, nehme ich das. Wirklich, nehme ich das, das ist einfach so. Liegt richtig schön in der Hand. Gibt es überhaupt nichts zum Meckern, zum Sudern. Empfehlung. So, das war jetzt das Video zum Strongarm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mit Gerber ja immer gehadert,
aus dem Grund, weil sie teilweise überteuert waren, besonders bei den Bear Grylls Produkten, obwohl die Messer nicht schlecht waren, aber überteuert. Und dann dieses LMF, das Infanteriemesser 2, das da dieses Serrated hat, das kann man nicht verwenden. Es gibt auch das Strong Arm in Serrated, ginge aufpassen, nicht kaufen, weil das ist ein Schatz für uns Outdoor-Leute, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Insgesamt ein top Messer, nämlich auch für den Preis. Ich gebe dir, wie gesagt, unten den Link auf Amazon, schau dir das an. Du kannst mit dem Messer meiner Meinung nach nichts falsch machen. Und weil mich auch viele Leute fragen, ob es wirklich so robust ist, wie es heißt, so strong-arm-mäßig. Schau mal her, ich habe hier hinten drauf geklopft, sehr häufig beim Batonieren, weil ich es nicht mehr rausgekriegt habe, weil ich mit der Esche gearbeitet habe. Ich habe da hinten drauf geknallt. Wir haben dem Messer überhaupt nichts geschenkt und das macht alles mit. Also du kannst, also im normalen Gebrauch machst du das nicht hin. Fertig. Ein guter Preis, wie ich meine, auch ein Messer vielleicht für einen Einsteiger, der nicht unbedingt gleich mit einem Mora anfangen mag, sondern gleich einmal ein bisschen was Stärkeres haben will, dann ist das auch eine Möglichkeit. Das war's jetzt. Gib da unten den Link auch zu meinen Büchern, schau dir das an. Wenn du mehr Survival-Tipps haben willst, dann gib wieder die 600 Survival-Tipps. Das Buch, schau dir das ganz einfach an, wenn dich das interessiert. Ich gebe da auch den Link zu diesem Produkt hier. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern das habe ich jetzt gefunden. Das ist sozusagen so ein Nachbau von dem letzten Feuerstall meines Lebens oder deines Lebens von survivalstuff.de. Ich habe mit denen überhaupt nichts zu tun, aber da kommt dann einmal der Test dazu, zu diesem Edelstahlgriff hier. Gebe da aber auch unten den Link, wenn du magst, für alle, die da nachfragen. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar, wenn du magst. Da würde mich irrsinnig freuen. Abo bitte und auch die Glocke drücken, damit du die neuesten Videos kriegst. Da kannst du gleich eins anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann und bis bald.